Gefühlte halbe Stunde, nein, nicht mal gefühlte 4 Minuten, aber 3 Minuten bestimmt oder 2. Alter, jetzt nähern wir uns dem Ende an. Oh, komm her, du bist meins, du bist meins. Ah. So, wo ist das Ding, was ich habe gerade fallen lassen? Aus irgendwelchen Gründen, die ich. Und noch was. Bloß das Schwert nicht wieder verlieren. Um Gottes Willen, wo ist denn das jetzt? Was habe ich jetzt gerade gesagt? Leute, wo ist dieses verkackte Schwert? An alle Kuriere, hier spricht Jade. Gebt Gas, Leute. Die Nacht bricht an und ich hoffe für euch, dass ihr auf dem Weg zum Turm seid. Habe ich das Schwert jetzt? Denn jetzt die Kräuter überhaupt? Sind die jetzt hier in der Nähe? Nein, sind die nicht. Ich bin nämlich da im Wasser, muss dahin. Oh lala, aber egal. Wir bringen jetzt erstmal die eine Pistole zurück. Wieso bitte explodieren hier die Sachen? Ich hab dir doch gesagt, es ist die Benzin. Da sind wir. Was macht ein Zombie beim Fußball? Keine Ahnung, ist mir auch egal.
Wo ist denn der Typ jetzt hin? Alter, ich! Haben wir die Brille schon gegeben? Ja, ach ja. Es geht ja um die Pistole. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn die Typin mit der Brille und dem Buch? Aber das haben wir schon lange abgegeben, Alter! Du bist so dämlich manchmal, ey. Ah, dieser Gestank, ja, ja. Die Hilfsgüter haben wir. Ich muss aber runter dafür, ne? Ich glaube, es war ein tiefer. Ja, dann nein. Schon nicht wenig zu essen hier. Hier bin ich aufgewacht. Warum schlafe ich hier eigentlich nicht weiter, wo ich aufgewacht bin? Naja, ist ja wurscht. Das ist das Teil, wo ich aufgewacht bin. Gut, dass sie das Labor dicht gemacht haben. Das hat viele Leben gerettet. Schon bald wird jemand ein neues aufmachen. Die leeren Antizinampullen, die überall rumliegen, laden geradezu zum Missbrauch ein. Jeder kann sie aufsammeln und irgendwas einfüllen. Sie sollten sie besser vernichten. Wir haben alle Fläschchen im Turm eingesammelt. Und Bracken zahlt $10 für jede Flasche, die ihr Kuriere da draußen findet. Ja, ich habe aber noch nie eine gefunden. So. Vielleicht ein höher. Wie war das denn jetzt schon? Du hast eine? Großartig. Hier, der Schlüssel, wie besprochen. Das ist der Schlüssel zu meinem alten Pfandleihgeschäft. Das Beste der Stadt. Hey, apropos Pfandleihe, kann ich dich noch um einen anderen Gefallen bitten? Du gehst doch eh dorthin, oder? Könntest du mir bitte etwas von dort mitbringen? Was denn? Eine, lach nicht, Actionfigur aus der Rene-Call-Serie. Ich weiß, aber meinem Sohn bedeutet sie viel. Alter Leopold. Falsches Zimmer. Entschuldigung. Falsches Zimmer. Jetzt gehen wir zum richtigen Zimmer. Das wurden mehr Bilder. Aha. Lass mal kurz anschauen. Ach, die Viecher, die wir kennenlernen. Die unterschiedlichen Zombie-Arten. Okay. So. Ich könnte jetzt zu dem Geheimversteck gehen, aber, oder? Wo will ich denn jetzt mal hin? Mal schauen. Kräuter durch. Kräuter holen, ja, nein. Kann ich unten nicht schon was abgeben? Bei ihm hier? Nicht? Ich dachte, ich hätte schon was. Die Hilfsgüterabwürfe sind sinnlos. Hey, ich krieg noch was von dir. Jawohl. Ach, scheiß auf die Hacke. Was verkaufen wollten wir noch? Genau. Hey,
Ich hätte... Ja. Ich hätte auch da was für dich. Die Hakenklinge ist aber gut, ey. Excalibur. Das Fleischermesser hat schon 105. Naja. Leitfähige Flüssigkeiten. Nein. Da ein Schnäppchen für dich. Ja, ich weiß. Ich will jetzt mal was wissen. Aber ich kann's upgraden, Alter. Upgraden können wir's. Was ist mit der dicken Lippe? Wieso kann ich die nicht verkaufen? Ach, 0 Cent wert. Ja, dann loswerden, Alter. Die kaputte Sachen können wir nicht verkaufen. Ey, das muss mir mal eine so. So, warte mal kurz. Dicke Lippe. Dicke Lippe. Auch kaputt? Nein. So, weg mit dir. Und weg mit dir. Duftkräuter. Na gut, gehen wir dahin. Zu den Duftkräutern. Da ist noch was. Karim, ich bin bei der Werkstatt. Hast dir Zeit gelassen. Erledige den Job und zwar schnell. Das ist bloß die erste Station. Ach so. Hey, ich habe gerade eine... Sind Sie Jafar? Wer will das wissen? Mein Name ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass Rais mich schickt und dass Sie ihm Geld schulden. Ich kenne dich gar nicht. Da könnt ihr jeder kommen, du Arschloch. Hau ab! Wie wär's damit? Ich brech dir beide Beine und schleif dich durch die Straßen zurück zu Rais, hä? Dann kann er dir erklären, wieso du besser kooperiert hättest. Schon gut, meine Fresse. Du bist einer von Rais' Leuten. Nur die sind so widerwärtig. Hier ist das Geld. Nimm's schon. Und wenn ich nochmal zurückkommen muss? Ich werde nicht mehr zicken. Mi casa es su casa. Tu mir bloß nicht weh, ja? Karim, ich bin's. Hab gedroht, dem Alten die Beine zu brechen. Und es hat funktioniert, oder?
Als nächstes holst du den Tribut vom Fischerdorf ab. Geh ostwärts zum Tunneleingang. Ihr Boote warten immer dort auf uns. Ja, ja, das passt schon, aber ich will erstmal was gucken. Jetzt gehen wir erstmal zum Roten Rauch, weil der auch in der Nähe ist. Verschwinde, das hier geht dich nichts an. Soll das ein Witz sein? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Dieser blöde Jan! So ein Feigling! Geil aus in ihrem Bikini. Zombie-Bikini-Kleider. Mensch, Leute, gib doch Ruhe jetzt. Scheiße!
Aua.